Willkommen hier zurück bei Batman, Arkham, Asylum. Und wo könnte man besser ein Upgrade durchführen als hier oben auf diesem Wasserspeier? So, wir gucken mal. Ja, ich habe lange nichts mehr mit dem Kampfsystem verbessert, ne? Wir haben auch Batarang. Batarang. Das war der Schallschock. Und hier das war das nochmal. Das war die Effizienz, genau. Was haben wir jetzt hier noch? Explosivgel kann man... Ja, genau, stimmt. Explosivgel, Gefahrenfall wird automatisch gezündet. Das ist so ein Annäherungsminen-Ding. So, wie war das hier mit den Kampfdingern noch? Den Battering mit dem... Achso, genau. Das ist noch nicht verfügbar. Und hier, das ist nach einer achtfachen Combo. Ich würde mal sagen, das hier verbessert während einer Combo den Battering, mit dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Ich weiß aber nicht, ob man den dann werfen muss extra. Weil ich benutze den ja beim Kampf eigentlich gar nicht. Ich probiere das einfach mal aus. Mal gucken, ob Batman dann vielleicht den Batarang selber benutzt. Also ohne, dass wir den selber... Wir können ja diesen Schnellwurf machen. Müssen wir gerade gucken, wie war das mit C, ne? Ne, das war die schnelle Batclaw. Warte mal, irgendwo konnte man schnell einen Batarang werfen. Mit Q, genau. Ich denke da so gut wie nie dran beim Kampf. Ist eigentlich ein bisschen doof, ne? Müsste man eigentlich mal viel, viel öfter machen. So, hier waren aber, glaube ich, noch ein, zwei Wände, die man aufmachen konnte. Da oben noch, genau. Da will ich auch nochmal schauen. Ah, da ist nämlich noch so ein Geheimnisse-Gothams-Ding. Was ja aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert. Ich kann echt nicht sagen, wieso. Huch, strukturelle Schwäche, warum kann ich die Ultra-Bat-Claw da nicht nutzen? Muss ich da sprühen oder was? Oder... Wieso kann ich die Ultra Batclaw da nicht benutzen an der Stelle? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Normalerweise kann ich das doch alles immer aufmachen. Ah, ich musste weiter weg. Okay. So, wie gesagt, mit den Geheimnissen Gothams. Ich weiß nicht, wieso das nicht mehr funktioniert. Echt komisch. Ich gehe nochmal hin, aber... Ja. Ne? Einmal hat es, wie gesagt, geklappt. Dann dachte ich, oh cool, aber dann irgendwie nicht mehr. So, hier ist noch ein Gitter. Da gucken wir auch nochmal. So, mal schauen, wo wir hier landen. Achso, einfach nur auf der anderen Seite, damit man hier quasi... Okay, alles klar. So, damit müssten wir eigentlich alle Wände soweit aufgemacht haben. Ich gucke aber gerade nochmal, hier ist auch noch ein Gitter. Ich mache die Gitter mal alle auf, ne? Weil es kann ja sein, dass wir vielleicht irgendwo noch eine Riddler-Trophäe drin haben. Waren die hier auch auf der Karte? Ja, guck mal, da ist zum Beispiel noch eine. Da ist zum Beispiel noch eine, aber ich gucke jetzt erst nochmal hier rein. Na, schau mal eine an. Was haben wir denn hier? Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Warum ist hier noch so ein... Das ist echt interessant. Noch eine Wand zum Sprengen? Okay. Man hätte hier echt lustig durch die Gegend sprengen können, um die Gegner alle wegzumachen. Die brauche ich jetzt nicht zerstören. Ja, gut. Okay, wo war die Riddler-Trophäe? Genau links über mir, also da oben. Hinter mir. Und dann... Hier in die Richtung? Nee, andere Richtung. Da drin, da war ich doch gerade. Ach so, das ist wahrscheinlich wieder dieses Ding. Ja, ich verstehe. Aber das können wir uns ja nicht einsammeln. Oh, das ist natürlich gemein, wenn dann das hier damit gemeint ist und man das nicht wegholen kann. Kann ich das vielleicht wegsprengen? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das wäre ja das Allerneueste, wenn das gehen würde. Ey, was hätte ich das... Das habe ich mir schon gedacht. Okay, gut. Dann zur nächsten Pumpe. Ja, die ist hier irgendwo unten, ne? Gerade gucken, da habe ich jetzt nämlich überhaupt nicht drauf geachtet, wo die Punkte sind mit der Pumpe. Wo können wir die denn abstellen?
Wahrscheinlich nicht von hier, ne? Weil hier sind gar keine Kontrollstationen. Nee, ich glaube, hier tatsächlich nicht. Dann müssen wir mal die eine Tür nehmen. Ach, da oben. Da oben. Ich hab's gesehen. Okay, wunderbar. So, Joker, ich würde mal sagen, das hat dann nicht so gut funktioniert, dein Plan, ne? Ach, das ist wieder so ein Ding. Okay, kein Problem. Das kriegen wir auch gehackt. So, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, da war's schon. Nummer 1 und Nummer 2 ist fast von selber. Finde ich gut. Und Nummer 3. Ist klar. So. Damit funktioniert Pumpe 3 nicht. Ich werde zur Oberfläche zurückkehren und Ivy aufspüren. Melde dich, wenn du was brauchst. So, Joker. Das war's dann für dich. So, verhindere, dass Poison Ivy die Insel zerstört. Ja, das ist doch unsere leichteste Übung. Wahrscheinlich werden uns jetzt einige Schergen wieder entgegenstürmen. Nö, nicht, dass ich wüsste. Ist das einer mit einem... Ja, okay. Na, sowas. Ah, so geht das. Cool. Achso, den kann ich wieder nicht. Ja, ja. So, ciao. So, hier müssen wir raus, ne? Das sieht gut aus. Und dann können wir direkt oben bei Arkham West den Ausgang nehmen. Weil hier sind wir ja dann fertig. Ich muss nur mal gucken, ob wir jetzt... Ui. Ach so, okay. Multi, ich muss mir echt die Zahlen mal merken. Klapper, klapper. Was? Wen schickt er nach unten? So, wo ist die Kontrollstation? Flixt. Oh, hier kommt irgendwas. Oh! Alles klar. Ah, hi! Oh, hi. Hey, weg. Achso. Au, das war ein bisschen zu flott gerade. Na komm. Ah, shit. Das war schlecht. Hallo, wegspringen, wegspringen. Danke. Batman, spring doch mal. Danke. Ja, so. Einmal hier hinschauen, danke. Oh, der ist betäubt. Komm schon. So, Jungs, dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Zack und zack. Ja, und zack. Rodeo reiten war nie schöner. So, und hey, und hey, und du auch noch einen. Zack. So. Achtfache Kombo. Hey, guck mal hier. Solange das funktioniert, ist alles gut. Aber der wird uns vielleicht runterwerfen. Na klar. Ey, da bin ich gerade nicht ausgewichen. Au, 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 au. So, warte mal. Eieieiei, Freunde. Nee, daneben. Du wirst auf dem Boden liegen und bluten. So, die haben wir gleich. Ah, schade. Uiuiui, das war knapp. Aha, na, sowas aber auch, hä? So, jetzt hier. Einmal reinrollen.
So, Jungs, wie sieht's aus? Na komm, hol doch mal richtig aus hier. Zack und zack. Ist das schön. Ah, ich mag das. Hey. Ah, schade. Erstmal weg. Ah, shit. Und ich glaube, ich werde das nicht überleben. Oh, ei, ei, ei. So, Umschalt werfen. Ah, so geht das. Okay. Haben wir das auch mal gesehen. Ah, scheiße. Oh, noch ein Treffer und ich bin tot. Genau, renn den mal um. Ah, das interessiert ihn leider nicht. So, komm her. So, und jetzt. Ah, scheiße. Oh, das... Mann, ich kam da nicht weg. Oh, ich lebe noch. Ich dachte, ich wäre tot. So, komm her. Okay, weg. So. Wow. Und ciao, gute Nacht. Hohoho, ich hatte noch ein 0,1 Leben. Hui, und dreimal Variationsbonus. So, was ist meine Energie? Danke. Oh, Gott sei Dank. Hui, 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 hui. Tiffy, Herr von Söhnefeld. Meine Fresse. Das war... Hui, hui, hui. So, komme ich jetzt hier wieder raus? Wahrscheinlich nicht. Arkham West. Moment, ich muss es doch... Ach, guck mal, da oben. Ah, meine Güte, was ein Adrenalin. So, strukturelle Schwäche. Das ist... Ach, hier. Und streng dich an, Batman. So, ist klar. Okay, so, nu. Da ist der nächste. Müssen wir uns halt selber einen Weg nach oben bahnen. Okay, nu. Ja, das ist schön. Warte mal, müssen wir das vielleicht auch zerstören? Aber ich wüsste nicht, wieso. Aber vielleicht, damit das Ding nach unten fällt, oder? Das kann sein. Okay, dann machen wir das mal, sprühen wir das mal ein. Dass es vielleicht daran liegt. Aha! Gut. So, haben wir jetzt den Weg? Ja, wir haben den Weg frei gemacht. Mann, was muss das eine Muskelkraft immer erfordern, ne? Ist echt ein Wahnsinn, dass der das überhaupt so durchhält hier. Ich meine, der ist gut trainiert, das wissen wir ja, aber trotzdem, das würde kein Mensch wahrscheinlich lebend überstehen. Der würde vorher vor Erschöpfung zusammenbrechen, glaube ich. Es zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Oh, das ist schön für ihn. Ich weiß aber nicht, ob ich das will, seine Arbeit finden. So, ich habe gerade schon Gegner gesehen, aber die sind... Ach, du Heilige. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Richtig. So, der botanische Garten. Der war ganz da hinten. Gut, aber wir stehen schon mal in der richtigen Richtung. Das ist doch okay. Wenn wir jetzt hier runterfliegen, dann müsste ich doch eigentlich locker flockig schon mal in die richtige Richtung segeln. Jawohl, das sieht gut aus. So, wunderbar. Was kannst du noch die im Winde verstecken? Ich bin überall. Meine Babys kennen jede deiner Bewegungen. Du und deine Freunde werden auch ständig glauben, dass wir uns zerstören. Du wirst scheitern und wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten.
Das wüsste ich. Wo geht's denn da hin? Hier bin ich aber schon gewesen, oder? Den Boden hier, den habe ich doch aufgesprengt. Ja, doch, hier war ich, glaube ich, schon. Das ist das Schlimme, dass man das irgendwann nicht mehr weiß, weil es so viele Ecken gibt einfach, wo irgendwas sein kann. Und ich weiß, dass die anderen Batman-Spiele, die hier nachkommen, noch größer sind. Also auch die Open-World-Geschichten. Deswegen Halleluja, wenn ich das mal so sagen darf. Na, da werden wir noch viel, viel mehr Spaß haben. So. Oh. Moment, wenn wir schon dabei sind. So, 10 haben wir alle zerstört. Sind wir, ja, so ziemlich auf der richtigen Richtung. Oh je. Oh, hier ist ein Scharfschütze. Den habe ich nicht gesehen. Tüte Unkrautvernichter. Du bringst den Wein mit, ich mach den Salat. So, ich muss mal gerade hier für Ordnung sorgen. Hey. So, der andere hat uns nämlich gerade anvisiert gehabt. So, warte mal, ich muss den mal gerade umgehen. Das sehe ich ja noch weniger. Dann lassen wir es doch hierbei. Wie komme ich denn zu dem jetzt hin, da hinten? Ich bleib mal hier gerade in Deckung. Ich gehe mal um die Statue rum. Und da ist ja auch noch ein... Ah, da war ich ja auch noch nicht drin. Siehst du mal. Hier muss ich ja auch noch rein. So, das Geheimnis der Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier die Lösung ist. Das wäre nämlich echt super. Oh, hier schießt irgendwas auf mich. Egal. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. So. Und die Karte. Ja. So, da oben. Aha, und da ist auch noch was bei der Villa. Und da hinten. Ach du lieber Gott. Ja, wahrscheinlich, hier war, ist das nicht die Villa mit diesem riesigen, wo ich hier oben drauf stand? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber guck mal, vor dem Eingang zum Gewächshaus ist auch noch was. Und jetzt, wenn wir rausgehen, direkt rechts. So, holen wir den Multi-Battering. Hier hat nämlich irgendwas auf uns geschossen. Ich glaube, du warst das, ne? Macht mir trotzdem noch Schaden, danke. So. Hier und dann rechts, da wäre auch noch was, angeblich. Aber ich sollte mich vielleicht erst um den Scharfschützen kümmern. Oder? Ah, ich glaube, hinten macht er uns nichts. So, wo soll denn das Trophächen sein? Geradeaus, okay. Vielleicht kriegen wir das gerade noch mitgenommen. Ah, nein! Toll, danke. So, da so in der Ecke. Ist ja nicht so, als wäre ich hier nicht schon gewesen. Ich finde es immer noch stark, wie sich das Setting hier verändert. Da oben vielleicht? Aber es ist ja nicht so, als wäre ich hier, wie gesagt, ich war hier schon, also... Oder meinen die Geheimnisse Gothams, die da unten sind? Toll, danke. Weil das ist halt so ein bisschen irreführend, ne? Oh, warte mal. Nein.
Weil die Wand so komisch angeleuchtet wird. Hier an der Stelle. Und Ivy lässt hier fleißig ihre Pflanzen sprießen. Ich weiß gar nicht, ob wir da begrenzte Zeit haben, aber ich glaube eigentlich nicht. So, ich stehe jetzt im Prinzip genau drauf. Also entweder ist es jetzt unter mir oder hinter mir oder keine Ahnung. Tja, ich befürchte mal, das wird irgendwo sein, aber nicht... Da ist irgendwas Grünes, aber nee. Na gut, ab zum Gewächshaus. So, ganz kurz orientieren. Okay, es ist das Gewächshaus. Tja, wenn du mich doch treffen könntest, ne? Ah, schau mal, versteckter Eingang. Naja, beziehungsweise, Aber dann haben wir ein so ein Ding schon mal aus der Füße. Das ist nämlich das. Genau. Okay, alles klar. Und das andere wäre dann irgendwo hier noch. Aber hier am Friedhof war ich ja schon 10.000 Mal. Deswegen ist halt die Frage, wo soll hier noch eine Ritterpapier sein? Wo soll denn hier noch eine sein? Und schon da schon mal gar nicht. Okay. Wahrscheinlich irgendwo da oben auf dem Seitenflügel, dass man da noch irgendwie hin kann. Weil da in dem Häuschen bin ich eigentlich gewesen. Ich glaube auch nicht, dass das hier drin ist. Hier war ich. Hier habe ich, glaube ich, ein Tonband gefunden oder so. Ich vermute mal da oben irgendwo, keine Ahnung. Oder hier drin, aber... Ich wüsste halt nicht... Ich habe kein Grab, also kein Grab, keine Schaufel dabei. Ja, da schweben schon wieder die zwei Kugeln des Todes. So, dann schieße ich gerade mal ab. Ich habe Zeit und du? So, und ciao. So, jetzt können wir auch den Detektivmodus wieder ausmachen. Und da ist noch ein Durchgang. Da können wir auch noch rein. Warte mal, da muss ich gerade mal schauen. So. Ah, da war es schon. So, was haben wir denn hier noch? Hier gibt es doch bestimmt auch noch was Schönes. Aha, schau an. Wie nennt man einen Detektiv, der erst die Hälfte der... Private Notizen von Dr. Young. Titan ist ein Erfolg. Sogar meine Finanzierungsprobleme haben sich nach den unerwarteten Spenden von Mr. White gelöst. Joker hat ebenfalls ein bemerkenswertes Interesse an einer Heilungschance gezeigt. Wenn der Proteinbindungsprozess abgeschlossen ist, werde ich... Dr. Young, sind Sie fertig? Oh ja, ja. Kommen Sie rein. Sie verletzen meine Gefühle, Doc. Wenn Sie mich so warten lassen. Nimm Platz. Sie können uns allein lassen. Sind Sie sicher? Uns geht's gut. Oder, Joker? Oh ja! Also, wenn Sie drauf bestehen, ich bin draußen, okay? Also ist er hier? Ist Ihr Patient X angekommen? Ja, ich muss sagen, wir kommen schneller voran, als ich dachte. Aber lassen wir das. Reden wir über dich. Nein, reden wir lieber über Ihr Titanprojekt. Mein was? Woher weißt du... Woher ich weiß, dass Sie Ben auf einen Tisch im Keller geschnallt haben, während Sie ihn leer pumpen? Glauben Sie mir, wenn ich sage, ich habe geraten? Ich glaube nicht, dass er geraten hat. Er hat das irgendwie gewusst, vielleicht durch andere Insassen oder so, die ihm das gesteckt haben. Man weiß es nicht. Ne? Aber es ist natürlich schon eine ziemlich grausame Sache, Bane dafür quasi leer zu pumpen, wie sie es so schön genannt haben, um da an dieses Serum zu kommen. Also naja, ich weiß ja nicht. Also schon sehr, sehr strange das Ganze. So, jetzt dachte ich ja eigentlich, das wäre die Ritter-Trophäe gewesen, aber scheinbar doch noch nicht. Verflixt und zugeschissen.
Weil, ne, eigentlich müsste das das Fragezeichen, aber hier ist angeblich auch noch eins. Ach, guck mal da oben. Ah, die nehme ich noch mit. So. Alles klar. So, die haben wir. Blackgate-Häftlinge freigeschaltet. Und sieht man das eigentlich, wo sich die Dinger aus dem Boden kommen? Nee, schade. Gut, ich würde aber sagen, ich mache hier nochmal eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum. Bis dann.